Am Ende half ihm auch der 3:2-Sieg im Derby gegen Krimmitschau nicht mehr. Die Dresdner Eislöwen haben am zweiten Weihnachtsfeiertag Cheftrainer Rico Rossi, 55, gefeuert. Sportchef Marco Stichnoth und Geschäftsführer Mike Walsdorf teilten dem Italo-Kanadier die Entscheidung unmittelbar nach Spielende mit. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Wir rangieren derzeit auf dem vorletzten Platz, konnten bisher nur 11 Punkte holen, begründet Stichnoth den Rauswurf. Rossi übernahm die Löwen im September 2019, führte sie in der vergangenen Saison ins Playoff-Viertelfinale der DEL 2. Stichnoth: Wir werden schnellstmöglich einen Nachfolger präsentieren. Bis dahin betreut Co-Trainer Petteri Klippivaara das Team, erstmals am Montag im Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt.